Abend noch, aber wenn du nicht fahren musst, es gibt auch alkoholfreies bei Felix. Lieber weniger. Und dann haben wir hier, herzlich willkommen, den Olaf Dudek aus Altenlotheim. Der ist für das Eder Dampfradio unterwegs, völlig überraschend. Eigentlich war nur jemand von der schreibenden Seite. Jetzt auch, der Landkreis ist da ganz berührend. Jetzt auch noch von der fotografierenden Seite. Meine Frau Ed hat gesagt, anderen Anzug, es kommt ein Foto. Ich begrüße jetzt recht herzlich Herrn van der Horst. Eigentlich hätte ich sagen wollen, zum ersten Mal in Rettichhausen, stimmt gar nicht. Fast schon hier ein Heimspiel. Zum Beispiel beim Sportvereinsjubiläum, klare Sache. Ja, ich würde mal sagen, Herr van der Horst, Sie haben das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Familie Reitz, liebe Weggefährten, sehr geehrter Herr Bürgermeister, ja, vor allem aber, lieber Herr Arno Reitz, ich habe heute eine nicht ganz einfache Aufgabenstellung. Ich habe zwar eine sehr angenehme, aber nicht einfache. Ich bin entsprechend schon klar eingenordnet worden. Ich soll und darf 3 Minuten jetzt versuchen, das Lebenswerk von Arno Reitz zusammenzufassen. Sie ahnen schon, das ist selbst für mich eine gewisse sportliche Herausforderung. Ich glaube schon, dass ich eine gewisse Routine habe und ich mag es auch gerne auf den Punkt zu kommen. Aber die Messlatte ist deshalb so hochgelegt, weil sie selber so hochgelegt hat. Ich will das kurz auch mal erläutern. Also ich habe heute die besondere Ehre, und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das vornehmen darf, eine besondere Auszeichnung vornehmen zu dürfen. Der Hessische Verdienstorden am Bande ist eine besondere Auszeichnung des hessischen Ministerpräsidenten. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Es gibt ihn in 2 Kategorien, in der einfachen Kategorie und in der Kategorie am Bande. Er wird verliehen für außergewöhnlich herausragendes Engagement für das Land Hessen, da steht es vor der Klammer, aber eben dann, das ist das Besondere, für die Bevölkerung. So war die damalige technische Formulierung, also das, was man so klassischerweise für den Einsatz für die Gesellschaft auch ein Stück weit kennt. Die Anzahl ist streng limitiert. Es wird also jährlich tatsächlich eine Zahl nicht überschritten. Das soll deutlich unterstreichen, dass wir hier eine ganz besondere Ehrung vorzunehmen haben. Deshalb bin ich sehr stolz und dankbar, dass ich heute diese Ehrung vollziehen darf, im Auftrag und im Namen des hessischen Ministerpräsidenten. Eine ganz herausragende Ehrung. Ja, wir wollen, wie soll ich sagen, heute ein politisches Urgestein, wenn ich das so sagen darf, ehren. Wobei, aber eben nicht nur, deshalb muss ich nochmal Nachsicht bitten, so mit 3 Minuten wird es nicht ganz gelingen. Jemand, der sich in besonderer Weise für seine Heimatregion, für Rettichhausen eingesetzt hat, für die Großgemeinde Hatzfeld und darüber hinaus sich sehr stark ehrenamtlich engagiert hat, in einer sehr besonderen Qualität. Das kann man vor allem sehr gut nachzeichnen und damit würde ich jetzt gern auch beginnen wollen mit seinem kommunalpolitischen Engagement. Allein mal der Blick auf die Zahlen. Er hat 1977 begonnen mit seiner Laufbahn als Stadtverordneter in der Großgemeinde Hatzfeld, hat bis 2021 der Stadtverordnetenversammlung angehört. Allein die Zeitspanne ist mehr als ungewöhnlich. Wir sprechen dort von 44 Jahren Teilnahme am kommunalpolitischen Geschehen. Wenn man überlegt, dass Rettichhausen, glaube ich, in 74 erst die Großkommune beigetreten ist, dann ist das gewissermaßen unser lebendiger Zeitzeuge, der von Beginn an der Gebietsreform die Geschicke von Rettichhausen in der Großkommune begleitet hat und aber eben nicht nur. Er war auch von 2011 bis 2021 in der Funktion als Stadtverordnetenvorsteher engagiert. Das ist protokollarisch, steht das über den Bürgermeister. Das ist der erste Bürger der Stadt. Das ist eine Funktion, die regelmäßig nur von demjenigen
gelegt wird, hier ein hohes Maß an Vertrauen und Respekt genießt, weil er tatsächlich zusammenhalten muss. Er muss dafür Sorge tragen, dass es politisch gelingt, zu Entscheidungen zu kommen. Also nicht nur einfach eine Sitzung zu moderieren, sondern halt ein hohes Maß an integrative Aufgabenstellung zu erfüllen. Und allein das ist schon so ein feiner Indikator dafür, dass wir jetzt heute jemanden haben, der nicht einfach nur diese gut 4 Jahrzehnte abgesessen hat, und sondern vor allem aktiv immer auch gestaltet hat und in dieser Phase es ihm gelungen ist, ein hohes Maß an Wertschätzung zu gewinnen. Ich sprach eben von dem kommunalpolitischen Urgestein, vielleicht auch ein Stück weit die graue Eminenz, darf man das so sagen. Ich will das mal kurz mal versuchen, in eine Beziehung zu setzen. Wir haben jetzt noch 21 Kommunen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Wir haben den Kreistag, da hatten wir 22 Kommunen. Überall gilt die HGO. Man könnte meinen, überall funktioniert das parlamentarische Miteinander gleich. Das stimmt so nicht. Es ist tatsächlich kulturell höchst unterschiedlich, wie die Dinge sich entwickeln. Man könnte mal meinen, das sind völlig unterschiedliche Parlamente, die da tagen. Aber es gibt eine wesentliche Konstante, wenn man mal genau hinschaut, dann wird man feststellen, dass es so 1, 2, 3 Personen sind, die wichtig sind, damit es funktioniert. Auf die man hört, auf die man zugeht, die dann auch mal Brücken bauen, wenn es vonnöten ist, wenn es mal streitig wird, die auch wieder mal Türen aufmachen, die dann mal geschlossen sind. Deren Wert kann man nicht unterschätzen. Das ist nicht immer der Bürgermeister. Ich muss es leider so deutlich formulieren. Der Bürgermeister braucht aber jemanden, der diese Funktion wahrnimmt. Und mit Arno Reitz haben wir eine solche Person, die es geschafft hat, die Mannschaft einzuschwören und eben auch es zu ermöglichen, tatsächlich konstruktive Politik zu machen. Politik ist manchmal auch Streit, aber Politik hat auch die Aufgabe, Ergebnisse zu produzieren. Dafür bedarf es schon besonderer Talente. Das führt fast schon zwingend zu der Frage, ich will aber dem protokollarisch dem noch Genüge tun, er war auch im Ortsbeirat tätig, unter anderem kommunalpolitisch. Er hat sich auch in der Bürgerliste Rittichhausen natürlich engagiert. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, wie nähern wir uns eigentlich der Person von Arno Reitz ein Stück weit an. Also er kann seine berufliche Profession und Herkunft nicht verleugnen. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Er ist Pädagoge durch und durch und hat für sich immer auch als Aufgabe verstanden, nicht nur lösungsorientiert zu arbeiten, sondern irgendwie auch die Menschen mitzugewinnen und für das Projekt Kommunalpolitik zu motivieren. Davon können wir eigentlich mehr gebrauchen. Die Kommunalpolitik ist die Wiege der Demokratie. Das gilt heute wie vor 3 bis 4 Jahrzehnten. Das wird auch weiterhin auch so ein Thema bleiben. Und den Wert der Demokratie gerade vor Ort, den können wir gar nicht überbetonen. Deshalb ist es gut und natürlich auch eine tolle Lebensleistung, auf die er jetzt mit Stolz zurückblicken kann. Weil das war ihm immer wichtig und es ist ihm immer auch gelungen, Menschen für diese Arbeit zu gewinnen. Ja, der Lehrer. Der schwingt sicherlich hier und da durch. Er hat eben so ein bisschen mal kokettiert damit zu sagen, naja, so als Lehrer laufe ich ja immer auch Gefahr, dass ich ein Stück weit es immer besser weiß. Ja, stimmt, mir fallen noch ein paar andere Bilder ein, wenn ich so an Lehrer, Pädagogen im politischen Kontext denke. Aber so ein selbstgesetzter Bildungsauftrag ist ja auch nicht verkehrt. Gerade wenn das Thema darum geht, den Wert von demokratischen Entscheidungsprozessen nach vorne zu bringen, dann ist das sicherlich eine gute Charaktereigenschaft, die ihn in besonderer Weise auch auszeichnet. So als Lehrer weiß er, mit Menschen umzugehen. Und eigentlich hat er ja einen riesen Vorteil. So als Lehrer wird man ja pädagogisch geschult, lernt ja auch eine Menge und lernt damit natürlich auch Menschen zu lenken und auch sanft zu führen. Gerne auf dem Weg eines Bildungserfolges, aber ich kann mir gut vorstellen, keine ganz schlechte Voraussetzung für die politische Arbeit. Man kann den Menschen gegenüber besser lesen. Man hat ja dann auch den Erfahrungshorizont. Ich glaube, das ist eine sehr hilfreiche Kompetenz und auch Ressource, auf die man auch zugreifen kann. Was haben wir noch, was ihn auszeichnet? Jetzt komme ich mal so ein bisschen, verlasse mal das Thema der Kommunalpolitik und möchte gern überleiten auf sein weiteres Engagement. Ich würde das Stichwort Sport gerne aufrufen wollen.
Auch da war er wieder pädagogisch in dem Sinne tätig als Trainer, lange Jahre. Er war aktiv und ist aktiv in den Vereinen in Rettichhausen, Tischtennis und Fußballverein. Sehr spannend für mich, er ist Redakteur der Sportvereinszeitung immer noch, klasse. Der Lehnberg Express. Diese Wortschöpfung muss man gleich nochmal erläutert werden. Es hat sicherlich einen speziellen Kontext. Sport und Politik passen auch gut zusammen. Also im Sport muss ich ja doch eine Reihe von Fertigkeiten und Charakterzüge entwickeln, die dann auch da nicht von Nachteil sind. Das ist ein bunter Strauß, das ist Disziplin, das ist Zielstrebigkeit, Stehvermögen, Durchhaltefähigkeit. Ich behaupte aber, ein wichtiges Moment ist vor allem auch im Sport angelegt, nämlich die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ob es ein Tischtennis oder Fußball ist oder welche Sportart man auch immer ist, es läuft immer spitz zu auf ein Momentum, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Und das ist kein Nachteil in der Kommunalpolitik und das zeichnet eben auch die Qualität aus. Wer mal rechts und mal links schaut, will jetzt keine Kommunen benennen, aber da, wo es schwerfällt, zur Entscheidung sich durchzuringen, geht es auch nicht richtig voran. Am Ende des Tages brauchen wir ja auch eine Politik, die in der Lage ist, tatsächlich auch Entscheidungen zu entwickeln. Was haben wir noch? Wir haben sicherlich einen besonderes Pflichtbewusstsein, muss man einfach mal unterstellen. Also wenn ich jetzt mal versuche, so ein bisschen die zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten ineinander zu legen, dann kann man das auch nur erklären, dass man sich motiviert fühlt, für die Gemeinschaft was zu leisten und vielleicht auch was zurückzugeben, was man selber vorteilhaft erfahren hat. Strich drunter, die wichtigste Qualität ist aber sicherlich die Freude am Ehrenamt. Weil wenn die nicht da wäre, wird man es nicht machen. Man wird sich hier und da auch mal ärgern, es gibt auch mal Frustmomente, aber ich bin mir sehr sicher, ich will seinem Fazit gleich nicht vorgreifen, aber wird sagen, hat es natürlich auch deshalb getan, weil ihm die Arbeit mit den Menschen für die Gemeinschaft Spaß gemacht hat, er sicherlich auch vieles zurückbekommen hat. Ja, ich habe es eben angedeutet, es ist die Kommunalpolitik, es ist der Sport, in seiner verbleibenden Freizeit umfangreich weitere Aktivitäten, ob es die Flüchtlingsbetreuung ist, ob es die Sprachkurse sind, ob es das Angebot von Computerkursen ist, hat sich in der Seniorenarbeit jetzt auch sehr stark der Kompetenzermittlung für das Thema Digitalisierung verschrieben. Das finde ich klasse. Das füllt auch wieder eine Lücke aus, die tatsächlich uns umtreibt. Wir sprechen davon, dass alles digital wird. Das Tempo nehmen Sie selber ja auch wahr und gelingt es immer wieder, alle Menschen mitzunehmen. Können wir uns eine Zwei-Klassen-Digitalgesellschaft gut vorstellen und eigentlich erlauben? Wenn wir ehrlich sind, eigentlich nein. Und auch da bin ich sehr dankbar dafür, dass er sich engagiert. Jetzt wird meine Liste sehr unvollständig, weil der bunte Strauß an ehrenamtlichem Engagement ist noch viel umfangreicher. Da ist zum Beispiel die Tätigkeit über einige Jahre als Chef auch in der Justiz. Habt ihr eben auch kurz mal geplaudert, sicherlich auch ein sehr wertvoller Erfahrungsschatz, wobei ich mir, wie gesagt, auch sehr sicher bin, dass die Profession des Lehrers verbunden mit der umfangreichen kommunalpolitischen Tätigkeit, will sagen, intensive Arbeit mit den Menschen, auch da sicherlich keine schlechte Schule war, um auch diese Aufgabe dann zu übernehmen. Dahinter stehen insgesamt nicht nur zahlreiche Aktivitäten, die wir irgendwie auflisten, dahinter steht vor allem ein hohes Engagement, die Bereitschaft, viele, viele Stunden einzubringen für diese Aufgabenstellungen. Und das Schöne dabei ist, es hat ja nie einer Buch geführt. Ich nehme aber an, er selber auch nicht, weil er es gar nicht konnte. Wenn wir das aber mal so ausrollen, 44 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit allein, mit den vielen Sitzungsdiensten, später in der Funktion des Stadtverordnetenvorstehers, da sind viele Abende draufgegangen. Da war viel Zeit auch zwischendurch, um Gespräche zu führen, Kontakt zu halten, die Entscheidungsprozesse mit nach vorne zu bringen und wenn ich das weiter ausrolle, jetzt auch sein Engagement im Bereich der Sprachkurse, um nur ein Beispiel aufzurufen, ist sehr, sehr beachtlich. Deshalb bin ich heute auch hier, um ganz persönlich Danke zu sagen. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg, die Städte und Gemeinden, der Bürgermeister wird das ebenso sehen,
wissen, was wir am Ehrenamt haben. Das ist eine ganz nüchterne Einschätzung zunächst einmal, dass wir das Leben nicht immer nur hauptamtlich organisieren können. Da können wir uns noch so gut anstrengen. Ja, Politik hat auch Aufgaben zu erfüllen. Das ist so. Aber den zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen wir es tatsächlich nur über das Ehrenamt. Und ohne das Ehrenamt wären wir tatsächlich nicht in der Lage, nur ansatzweise diese Lebensqualität auch darzustellen. Deshalb ist die Funktion einer solchen Ehrung eine doppelte. Zum einen ist es so, dass wir natürlich eine Wertschätzung formulieren wollen und wir sagen herzlich danke, Herr Reitz, für Ihr Engagement. Ist zugleich allerdings auch der Wink hinein in die Gesellschaft. Wir wollen deutlich machen, dass wir gute Beispiele kennen, die sich eingebracht haben, die Freude am Ehrenamt haben und anderen dann bitte auch das Signal geben, dass es sich lohnt, ehrenamtlich zu engagieren. Deshalb muss Herr Reitz heute gewissermaßen auch die Aufgabe wahrnehmen, als Vorbild zu dienen, auch wenn das vielleicht gar nicht seinem Willen und seinem Ziel entspricht. Aber wir brauchen Vorbilder wie diese, wenn es darum geht, das Ehrenamt auch zukunftsfähig aufzustellen, weil ohne das Ehrenamt wird es nicht geben. Deshalb darf ich Ihnen Danke sagen, gratuliere Ihnen im Namen des hessischen Ministerpräsidenten zu dieser besonderen hohen Auszeichnung. Und jetzt darf ich die hier Anwesenden bitten, wenn sie einverstanden sind, soweit es ihnen möglich ist, sich von den Plätzen zu erheben. Ich darf Herrn Reitz zu mir zu kommen. Und der Bürgermeister möge bitte auch nach vorne kommen, weil er bekommt gleich die Aufgabe. Der Bürgermeister ist ja sehr erfahren darin, entsprechende Ehrenbezeichnungen an das Jackett auch zu bringen. Aber ich will zunächst einmal die Verleihungsurkunde verlesen. Verleihungsurkunde: Für besondere Verdienste um das Land Hessen und seine Bevölkerung verleihe ich Herrn Arno Reitz, Hatzfeld, den Hessischen Verdienstorden am Bande. Wiesbaden, 15. Mai 2024, ist zeichnet Boris Rhein, der hessische Ministerpräsident. Herr Reitz, ich gratuliere Ihnen sehr herzlich. Ich wünsche Ihnen für Ihre weiteren umfangreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten alles erdenklich Gute, viel Freude. Und heute Abend lassen Sie sich bitte mal in den Mittelpunkt rücken. Nehmen Sie die zahlreichen Gratulationen sehr gerne entgegen mit der nötigen Geduld und Gelassenheit. Sie wissen ja, wir brauchen Vorbilder. Ich darf Ihnen herzlich gratulieren. Vielen Dank. Der Bürgermeister wird jetzt dann bitte mal gleich an. Was übernehmen. Und ich darf die Ehefrau bitten, zu mir zu kommen. Wo habe ich sie? Da ist sie. Wir haben, jetzt muss ich mal schauen, diesen Blumenstrauß vorbereitet. Auch Sie darf ich jetzt bitten, mit das Bild zu vervollständigen, auch nicht ganz zufällig. Ich habe eben ja schon angedeutet, die vielen Abende, die vielen Stunden, die ihr so investiert, gehen in der Bilanz bei Ihnen wieder verloren. Das kann bestenfalls ein kleines Dankeschön sein. Ich möchte aber das mit meinen persönlichen Worten des Dankes auch nochmal unterstreichen. Weil wenn es in der Familie nicht funktioniert, kann er das nicht leisten. So einfach ist die Wahrheit. Vielen Dank auch dafür und ein kleines Dankeschön auch dafür. Danke. Und jetzt darf ich die Anwesenden mal bitten. Ich habe ja gewartet, dass der Bürgermeister... Ganz großes Problem. Im Jahre X, der Karl Weber war es, der ist heute entschuldigt, der war Vereinsvorsitzender. Als die Textverarbeitung losging, sagte er, mach doch mal die Ehrenordnung für den Sportverein Rettichthausen. Ich kriegte die Krise. Geehrt wirst du für Fußball, für Tischtennis, für den HTTV, für den Landessportbund und vom Verein. Wie soll der arme Vereinsvorsitzende es gerecht machen? Er vergisst das eine, er vergisst den anderen Punkt. Es ist also eine ganz schwere Geschichte. In diesem Raum sind viele Leute versammelt, die sehr ehrenhafte Verdienste haben. Der Punkt ist immer der, einer muss aktiv werden und jemand vorschlagen. Es gibt einen, der
das nicht hören will, mein Freund Alfred Willers hat diese Ehrung vorgeschlagen. Ich danke dir recht herzlich. Ich freue mich über die Ehrung. Es kam der Anruf aus Wiesbaden. Herr Reitz, da ist eine Ehrung. Sie könnten nach Wiesbaden kommen. Ein Landtagsabgeordneter möchte Ihnen die Ehrung überreichen und die Hände schütteln. Ich habe gestutzt und habe gesagt, geht's nicht örtlicher? Ja, wir können es an den Landkreis geben. Der nächste Anruf kam von der Vorzimmerdame des Landkreises. Herr Reitz, es gibt eine Ehrung. Wir könnten sie in Korbach machen. Wir könnten ihnen aber auch nach Frankenberg entgegenkommen. Ich habe gestutzt und gestutzt. Geht's auch jetzt noch örtlicher bei mir? Sie hat nicht lange gezögert und hat gesagt, Herr van der Ost ist bereit, er kommt zu Ihnen. Ich wollte gerne, dass die Ehrung im Kreise derjenigen stattfindet, meiner Freunde, meiner Familie und meinen Weggefährten. Und das hat geklappt und ich danke Ihnen recht herzlich, dass das geklappt hat. Ja, Kommunalpolitik, 20. März 1977. Und ich komme so dazu, Personen zu begrüßen. Da sitzt der Schuldige. Mein lieber Vorsitzender Herbert Wiegand war damals, warst du in der CDU oder nicht, egal, Vorsitzender des Sportvereins. Er hat gesagt, wir müssen bei der Bürgerliste vertreten sein. Und ihr müsst da hingehen, euch wählen lassen. So kam es dazu. Es gab eine Bürgerversammlung. Der Arno ging hin und das war das Datum. 20.03.1977 zum Stadtverordneten gewählt. Und diese Periode dauerte dann bis tatsächlich 21, das waren 44. Das war dann halt schon ein ganz schönes Stück. Ja, lieber Herbert, danke, dass du heute hier bist. Ich weiß gar nicht, was man zu dir sagen soll. Herbert, aktiv ohne Ende, Entschuldigung meine Witze, Beigefreiter nach Reddichhausen gekommen, schüchterne Spatenleiter, Vorsitzender im Sportverein, aktiv in der Kommunalpolitik, Stadtverordneter, Magistratsmitglied, Kirchenvorstandsmitglied, Ortsvorsteher. Wahnsinn, toll, man sieht, Herr van der Ost, es gibt viele Leute, die Verdienste haben. Ja, zu Beginn gab es dann sogar, der Arno war noch links angehaucht, es entstanden in Reddichhausen zwei Bürgerlisten, die miteinander ein bisschen im Clinch standen, aber es dauerte nur 4 Jahre, als man gemerkt hat, es gibt keine CDU-Wasserleitung und keine rote und keine schwarze Wasserleitung. Wir müssen es bezahlen, wir haben uns vereinigt. Ja, dann kam ein Termin 2001, die Bürgerliste Reddichhausen wird stärkste Fraktion im Stadtparlament. Hurra! Und der Arno Reitz hatte übrigens die meisten Stimmen in der Stadt Hatzfeld. Und das auch noch, ich glaube, 4 Wahlperioden ging es dann so weiter. Meine Weggefährten. Machen wir den Jörn Juncker zum Schluss, die sind ein bisschen verteilt. Da sitzt der Werner Keller. Ja, die Bürgerliste Reddichhausen, wie kann die so stark werden? Der Herr Werner Keller, Stadtverbandsvorsitzender von der CDU, langjähriger Mitkämpfer in der Kommunalpolitik, die bestehenden Parteien verloren an Einfluss. Die Mitglieder liefen ihnen weg. Werner, du erinnerst dich, es gab die alten Kämpfer, den Georg Irle und so weiter, die jetzt nicht mehr da waren. Ihr kämpft um praktisch auch eure Mitglieder, das geht den großen Parteien so. Ja, in Reddichhausen konnten wir das nutzen. Die Reddichhauser Bürger haben die Reddichhauser Bürgerliste gewählt. Und dadurch kam es dann wirklich dazu, dass wir zu so einer starken Kraft werden konnten. Weitere Personen, die in der Kommunalpolitik mitgewirkt haben, ich gucke nach links. Heute der Ottmar Döpp im Stadtparlament. Ich gucke nach dem Ralf Scheer, der da hinten sitzt. Kann ich gar nicht alles aufzählen. Der Ralf Scheer in der Kommunalpolitik. Abgeordneter, Magistratsmitglied.
bei ihm kommt hinzu, später wird es noch zur Sprache kommen, Sportverein, dass derjenige, der praktisch der Initiator für alle Dinge ist. Ich gucke weiter, den Markus Wendläuser. Ja, was soll man sagen, Markus Wendläuser, ich bewundere das. Er war Ortsvorsteher, er war im Stadtparlament, er war dann Sprecher der Bürgerliste. Später geht er mal in den Fußballbereich, er macht heute die Jugendarbeit im Fußball. Und ja, ich glaube, wenn gerufen wird, geht er nochmal ins Tor. Und im Tischtennis steht er auch noch als Ersatzspieler mit zur Verfügung. Hallo, Ortsvorsteher. Ortsvorsteher, hallo. Was habe ich? Vergiss mal. Ich habe das falsch gesagt. Gut. Das sind die Kommunal- und jetzt kommt noch der Herr Dirk Juncker. 2013 durfte ich ihn mit Handschlag zum Bürgermeister ernennen, als Stadtverordnetenvorsteher. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, haben wir eigentlich gute zwei Perioden gehabt. Das ganze das Schiff gut durch die Klippen geführt und eigentlich dann auch eine gute Zusammenarbeit gehabt. Herr Juncker kandidiert wieder zum Bürgermeister, dafür alles Gute. Ich bedanke mich, dass unsere Zeit sehr gut und harmonisch gelaufen ist.